zurück zu Black Ops 3 Zombie-Kampagne. Mit mir dabei ist der Blue Crom. Moin, moin. Und wir sind hier in einem Supersturm, auch wenn es noch nicht so super weht, aber wir werden wohl den Pulsentreiber brauchen. Was soll der beste Einstieg? Wir sind in einem Supersturm, auch wenn nur ein leises Lüftchen weht. Er hat gesagt, es wäre ein Supersturm, auch wenn es momentan nur leise weht. Geh schon mal was töten. Oh, guck mal, da fliegt schon was rum. Hast du gesehen? Kommen sie ran, können sie rausschauen. Ich freue mich schon wieder drauf. Benutzt den Bolzentreiber. Mehr Falsches? Sie plagten die Schwachen. Seit dem Fall der Immortals gehörte ihnen ganz Singapur. Sie machten daraus eine verdrehte Version des Wilden Westens. Nach den Vorfällen im Unterschlupf hatten wir ihre Aufmerksamkeit. Sie waren nicht begeistert, dass wir dort waren und haben die Einwohner geplagt, um uns zu finden. Wieso griffen sie nicht ein? Sie hätten sie retten können. Kalkuliertes Risiko. Wir mussten ja unsere Deckung wahren. Aber es gibt immer eine Chance, nicht wahr? Ein Würfel mit einer Milliarde Seiten. Das nennen Sie eine Chance? Wenn Sie nicht heute sterben würden, dann morgen. Wenn nicht morgen, dann am nächsten Tag. So oder so kam der Tod uns alle holen. Niemand würde das überleben. Hätten wir versucht, sie zu retten, hätten wir am Ende selbst Halsbänder getragen. Wir mussten nicht zwei Menschen retten, sondern es ging um alle anderen. Wir mussten auf dem Weg zur Geheimstation so wenig Aufsehen wie möglich erregen. Wir durften nicht... So wenig Aufsicht wie möglich. Oh, erinnerst du dich noch an unseren Freund hier? Wie sich rausstellt, standen die Chancen eh schlecht. Die Raketenwerfer sind jetzt gut. Der funktioniert ja nicht bei ihm. Nee, aber bei allen anderen. Ja, das ist wahr. Stimmt da wieder. Ich hab meine Raketen schon verschossen. Da. Nervig ist das noch. Oh, das sind die Zombies, Leute. Ja, Zombies. Sehr gut. Oh, ich lieg am Boden. Du hast ja nicht lang durch. Ich hab nur die Waffe gesehen und hab gedacht, oh, Waffe. Eigentlich eine gescheite Waffe gegen den, wie heißt der hier? Oh, Blue Crom ist abgestorben. Oh, nee, oder? Ah, jetzt okay. Habe ich so eine schöne Waffe gehabt. Oh, ja, geil. Ah. Oh. Bin schon tot, ich bin am Boden. Wo? Oh. Hinten. Warte, ich probier... Oh. Probier, was ich kann, aber sieht nicht gut aus. Kann nichts machen. Ja. Ach, scheiß Pistole. Oh. Oh. Ey, oh, Alter. Was ist das für ein komischer Typ, ey? Ich lieg schon wieder am Boden. Das ist dieser Immortal, dieser Kriegslord oder was? Das ist so ein Ding. Oh. Oh. Okay, ich hab wieder. Ich hab ein Ding, ich hab ein Todesding. Ja, wunderbar. Das ist cool. Ach nee, das ist nur ein Ding, ein Anhalten. Ah, nein, ja. Nein. Oh, Alter. Aber ich hab ne Pistole. Komm, ich geb's dir hart. Oh, ey. Ich lieg schon wieder am Boden, ey. So, mach. Was ist denn das, Alter, du machst Schrott, mich, du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Komm her. Ich hab nur ne Pistole. Weil die. Wo ist denn der Typ? Ich glaub, die Geschütze treffen den, ne? Doch, du musst richtig Trefferfeedback. Ja, kriegst du Trefferfeedback? Oh, dann ist das was anderes. Aber der verreckt doch von irgendwie, ne? Doch. Jetzt ist er tot. Ne, ist er nett. Ich höre nur noch schießen. Der ist tot. Gar nicht. Du musst dir das bloß einbilden, dann ist der tot. Oh, ich lieg am Boden. Warte mal, ich
Krabbel da in Deckung. Dann kannst du dich hertrauen. So. Ich weiß nicht, die sind doch immun gegen die, Der nicht. Ach, der nicht, okay. Ich verstehe. Jetzt geht's in einen Graden. Ich spreche nicht an. Jetzt habe ich schon platt gemacht. So. Ich allein. mit meiner Knifte. Oh mein Gott. Was? Ach, 11, der Bolzentreiber. Nein, ich freue mich drauf. Ich muss voraus. Benutzt den Bolzentreiber. Der Wind nahm deutlich zu. Der Supersturm konnte jeden Moment losgehen. Bolzen geworfen. Wir würden sie brauchen. Ja, ich meine, so ein Sturm lässt sich halt von so einem Bolzentreiber aufhalten, ganz klar. So, dass den ich nicht festhalten muss, sondern der steckt in einem Boden drin. Ja. Ja, du bestimmt ein magnetisches Interdifferenzfeld. Ja, genau. Genau. Kreieren. Der Bolzentreiber. Er sagt gar nichts. Benutzt den Bolzentreiber. Nee. Hat sich ausgebolzen, Treiber. Der Plan war, den Drohnenangriff abzuwarten. Danach würden wir vorrücken. Der Drohnenangriff. Der Wind zu stark. Und es sah aus, als würde das Schiff sich losreißen. Oh, das Schiff reißt sich los. Oh, jetzt. Hendrik sagte, scheiß drauf. Wir waren dazu da, Tote zu kämpfen. Bolzentreiber! Das ist echt. Ich mag das nicht. Schade, dass man ihn nicht wieder schreien hört. Benutzt den Bolzentreiber! Ja, benutzt so den Bolzentreiber! Das war so erfrischend, ja. Oh, da liegt übrigens eine Waffe. Hier kann auch oben drüber gehen. Ah, hier liegt eine Waffe. Wo liegt eine Waffe? Hier oben bei mir. Ich bin oben auf dem Dach gewesen. Hier unten. Hier soll ich zurück. Ja, ich komm. Warte. Da liegt eine Waffe. Ja, hier im Wasser. Oh. Besser wie nix. Ja, was gleich gebrauchen können. Ja. Da, mein Freund. Benutzt den Bolzentreiber, weißt du was? Warte mal. Ich bin oben auf dem Dingens drauf, da kann mir der Bolzentreiber gerade gestohlen bleiben. Da unten auch. Es kommt bloß die Anzeige, aber passiert nichts. Oh. Hey, mein Freund. Gut, die Wellen machen gar nichts. Die machen nichts? Nee, treiben ich die sich nee, alle fort? Nee. Das ist komisch. Da kommen zwar Warnungen, aber. Ja, ja. Oh. Oh, oh, oh. Oh, ich liege im Wasser. Schnell, da ist so eine Kugel. Da ist eine Kugel. Ja, das sind da sehr viele. Das sind sehr viele Bilder. Ich crouch gerade hin. Da, so jetzt. Die Kugel ist aktiviert. Ja, ich bin noch tot. Ah, okay. Ich sehe es nicht. Ich bin unter Wasser. Ich sehe nur. Was ist denn das für ein elektrisches Filter gewesen? War es irgendein Elektrophie gewesen, oder? Was? Wirklich? Ja, irgendwas war doch da elektrisch, oder? Keine Ahnung. Hm. Oh, da vorne sind Waffen. Wir müssen nach vorne kommen. Oh. Oh. So. Oh Mist, ich hab wieder nur meine Handfeuerwaffe. Oh. Hm. Wo bist denn du eigentlich? Auf dem Dach oben. Ach so. Nichts Besuch übrigens.
Ja, das ist okay. Lass mir eine Waffe fallen. Jawohl, Alter. Sehr gut. Gutes Vieh. Willst du mich in der Oma alle fertig? Ja. Bin auf einmal hoch zu dir. Ja, das ist okay. Kümmer dich mal um den Typ da hinten. Der Typ da hinten kommt uns mal noch ähnlich vor. Jetzt laufen die nämlich jetzt alle schön hoch zu dir. Ist okay. Da ist aber so ein Typ in so einer Karre. Ah, die ist weg, die Karre. Man müsste ja eigentlich mal, nein, zu der Karre. Oh, ich habe keine Munition mehr. Warte mal. Jawohl. Wo sind sie? Leute, ich bin gebordet worden. Die kommen von hinten. Oh, die kommen von hinten, ich weiß genau. Ich bin von hinten. Oh. Ach du Scheiße, ich habe keine Munition, ich habe nichts mehr. Nein! Dann? Du bist einfach vorgerannt, ne? Ja, ich bin ganz kurz vorgerannt, ja. Wo waren da? Geh mal an den Karren, der hat eine schwere MG drin. Komm aber von hinten, du willst von hinten das machen. Ja, die laufen mir doch alle nach hier, guck mal. Die laufen dir nach. Töse sie doch mal. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Du stehst hier nur rum. Ich stehe hier nur rum. Und ich retz dich. Du wirst gleich sterben. Das hilft mir eigentlich auch nichts, dass ich mich liegen lassen kann. Warum denn? Weil ich keine Munition habe. Ja, aber dann haben wir verloren, Mann. Ja, die haben verloren. Nicht mal eine Handfeuerwaffe. Ich hab noch 90 Schuss und so lange geht der Kampf weiter und dann spuck ich sie an. Ich lauf einfach hier durch, mir ist egal. Trigger jetzt einfach das nächste Event und ich erkann hier was. Wo bist denn du jetzt? Ich bin weggegangen, ich bin schon durch, ich bin schon im nächsten Waypoint. Oh. Aber ist glaube ich eine schlechte Idee, jetzt alleine durchzugehen. Ja, das glaube ich auch, mein Freund. Das glaube ich allerdings auch. Oh. Aber ich hab den getriggert. Ich denke mal, wenn wir dann hier mit dem Sterben auch wieder hineinsteigen. Ja, okay. Da ist ein Totenschädel. Oh, Jungs. Jetzt geht's ab. Und das auch noch. Da. Das ist kein Totenschädel, das war so ein komisches Friesen. Ist egal. Da ist Munition. Hol sie dir die Munition. Schnell. Ich hab zwar nur noch 30 Schuss, aber egal. Du hast gar nichts gehabt, von daher. Da ist so eine Munitionskiste hinten gewesen in dem Truck. Wo? Neben dem Truck? Ja. Ah, dann geh ich halt zurück. Ich hab hier alles im Griff. Du meinst neben dem mit der Gun drauf, nee, oder nee, was? Nee, hinter uns, direkt hinter uns. Direkt hinter uns? Wo? An einem Gebäude. Ah. Ach du Scheiße. Ich komme wieder dazu. Lauf, Latat, sie kommen. Ich wieder neben Sprung. Okay, ich habe Munition. Ich komme von allen Seiten. Oh, Alter. Ich am Boden von allen Seiten im Runde, ey. Ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Ey, Blue, ich muss mal mitzählen, wie oft du stirbst. Oh, komm. Ey, du stehst immer da hinten rum und guckst. Was? Ich steh nur rum und guck. Klar. Machst ja nie was. Ach, ich muss aber was tun. Das war mir noch gar nicht bewusst. Du musst auf die Zombies schießen, habe ich dir das letzte Mal schon erklärt. Ach so, okay. Alles klar. Jetzt, wo du sagst, wird mir das klar. Ja. Wunderbar. Jetzt macht es ja viel mehr Sinn. Ja. Oh. Wow.
Was ist mit dem? Der kommt hier nicht hoch. Okay. Dann geh halt einfach an die Munitionskiste und hol dir wieder. Oh. Ich sterbe aber irgendwie da oben auch. Rätz mich mal, Mann. Oh, Mann, echt. Also meinst du, wir schaffen es noch irgendwie bis aufs Schiff, weil da gibt es eine Munitionskiste, weil... Da ist auch eine Munitionskiste, du meckerst. Nein, ich meine, wir müssen den Part beenden und da war eine Munitionskiste dann. Und da war ja dann eine Ruhe gewesen, zumindest in der normalen Mission. Ich komm, Mega-Zieg. Darf man das jetzt auch? Wenn, dann Mega-Bock. Wo kommst du eigentlich mal von da hinten? Ja, du ziehst bestimmt die Zombies von da hinten mit. Das weiß ich nicht, warum ich von da komme. Ich kann es nicht ändern. Ich spawn da halt. Ich geh jetzt einfach rüber auf den anderen Truck. Da. Du meinst, auf dem anderen Truck ist es besser? Oder? Nee, dann, falls dann einer diese komischen Dinger loslässt, weißt du, diese hast du nicht gesehen, Explosionsdinger. Die fliegen aber direkt, du kannst einfach von dem Truck halt nicht runter, das ist das Hauptproblem. Ah, das ist echt nervig mit dem Zeug. Sind die Zombies ja kein Problem, aber. Was? Kein Problem, Zombies sind kein Problem, ne. Ja, die Fliegeviecher sind. Oder diese komischen anfliegenden Teile, ey. Ja, da musst du wegjumpen. Ich hab so komische Fliegeviecher hinter mir. Oh, das war aber nah. Komm mal wieder zurück. Warum? Ich bin doch. Alter Blue, du machst mich fertig. Du sollst nur zurückkommen und keinen doofen Kommentar da lassen. Die fliegen aber auch alle bei mir rum, die Teile. Die kommen gar nicht zu mir, die stehen halt auf dich, was soll ich sagen? Ja. Ich glaube, jetzt können wir uns langsam vorwagen, oder? Ah, jetzt fliegt mal so ein komisches Teil auf dich. Da. Oh. Ach, das fliege viel weg. Gut. Das schaut doch Trigger mal nicht. Da, guck mal, ich glaube, wir müssen davor. Guck mal, die stehen ja immer wieder auf. Ist ja widerlich. Ich muss mal kurz nachladen. Komm, lass uns mal vorgehen. Da. Na komm. Ach Gott. Action. Ich spring rüber. Ganz ohne Bolzentreiber. Nicht weitergehen, ne? Wir müssen dann den Part beenden. Ja, das Schiff fällt sowieso erstmal, weißt du schon. Hol dir die Munition, komm. So, mussten wir da nicht irgendwas hacken? Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir den Part, oder? Ja. Gut, an der Stelle beenden wir mal den Part, wenn es euch gefallen hat. Wenn Blutraum stirbt. Dann lasst uns ein Däumchen, schreibt uns in die Kommentare. Abonniert unsere Channel und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich einmal mehr Blutraum retze. Und damit sagt Blutraum. Ciao, ciao. Und euer Letterhand sagt auch ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.